Guten Tag, meine Damen und Herren. Wenn wir über Nachhaltigkeit reden, dann sind wir unweigerlich in einem großen Spannungsbogen. Auf der einen Seite das Große und Ganze, die weltweiten Ziele, die wir anstreben. Auf der anderen Seite oftmals die kleinen, bescheidenen Möglichkeiten, die wir hier und jetzt haben. Ein Zitat von Johann Wolfgang von Goethe fasst es ganz treffend zusammen. Vor vielen Jahren geschrieben, wirkt etwas altbacken, aber ich glaube, es bringt zum Ausdruck und wirkt so, als wäre es genau für diesen Fachtag formuliert worden. Er hat gesagt, willst du dich am Ganzen erquicken, so musst du das Ganze im Kleinsten erblicken. Mit diesem Leitwort möchte ich Sie ganz herzlich zum zweiten Fachtag Bildung für nachhaltige Entwicklung hier begrüßen. Sie werden sich heute mit der Frage befassen, wie Bildung für nachhaltige Entwicklung zur Realisierung der globalen Nachhaltigkeitsziele beitragen kann. Und damit leisten Sie gemeinsam mit uns nicht nur einen Beitrag zu den von der UNESCO ausgerufenen BNE-Wochen im Mai, sondern Sie leisten damit sogar unmittelbare Bildungsarbeit. BNE ist unmittelbarer Bestandteil der 17 Nachhaltigkeitsziele und ausdrücklich verankert im Nachhaltigkeitsziel Nummer 4, hochwertige Bildung. Das ist kein Zufall. Wir alle, ob wir nun im Bereich der schulischen Bildung oder der außerschulischen Bildung als Fachleute hier vertreten sind, wir alle wissen, Bildung ist der Grundbaustein überhaupt, im Großen wie im Kleinen, wenn es um die Entwicklung von Gesellschaft und damit um die Entwicklung von Zukunft geht. Und Bildung ist auch ein wesentlicher Bestandteil, wenn es darum geht, Nachhaltigkeit, nachhaltige Gesellschaftsentwicklung voranzubringen. Wir brauchen Menschen mit guter Bildung, die in der Lage sind, verschiedene Fragen und verschiedene Aspekte dieser Gesellschaft in Einklang zu bringen. Nachhaltiges Wirtschaften, Verwendung von Ressourcen, Weiterentwicklung der Gesellschaft, Zukunftsfähigkeit und das alles in Einklang mit einem respektvollen und friedfertigen Miteinander. Daran arbeiten wir alle zusammen und deshalb ist es auch kein Zufall, dass Bildung für nachhaltige Entwicklung in Federführung hier in der sächsischen Staatsregierung beim Kultusministerium liegt. Der Fachtag Bildung für nachhaltige Entwicklung findet nun schon im zweiten Jahr und zum zweiten Mal in digitaler Form statt. Das ist zum einen sehr schade, denn wir alle wissen, dass solche Veranstaltungen gerade von den Gesprächen außerhalb der Tagesordnung leben. Von den Gesprächen bei der Kaffeepause oder beim Treffen an der Garderobe. Das alles haben wir heute nicht, aber wir wissen auch, dass die digitalen Formate uns einige Möglichkeiten geben, die wir sonst nicht hätten und auch die Teilnahme ermöglichen, die sonst nicht möglich gewesen wäre. Und deshalb freut es mich, dass unser Fachtag auch über die Landesgrenzen hinaus ausgestrahlt hat und dass wir Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch von außerhalb Sachsens heute hier begrüßen dürfen. Der Fachtag steht noch unter einem anderen Blickwinkel, ganz im Zeichen auch dieser Corona-Pandemie. Wir alle wissen, dass viele Vereine, Verbände, Freelancer über die letzten Jahre hinweg in zunehmender Quantität und Qualität an der Entwicklung von Projekten gearbeitet haben und diese Projekte aufgebaut, in die Fläche gebracht haben und realisiert haben. Das war fantastisch. Wir waren in einem guten Entwicklungsprozess und wurden dann von der Pandemie auch wieder eingebremst. Viele von Ihnen mussten ihre Projekte mehrfach umplanen, terminlich umplanen, inhaltlich umplanen, vom Format umplanen. Und ich weiß oder wir alle wissen, wie aufwendig das war, wie belastend das war. Diese Veranstaltung soll deshalb auch ein Zeichen sein, Ihnen Mut zu machen. Wir brauchen diese Veranstaltungen. Wir brauchen aber auch die Veranstaltungen in den älteren Formaten wieder, wenn wir wieder in einen Normalbetrieb in Schule und Gesellschaft kommen. Und an den sächsischen Schulen, meine Damen und Herren, nimmt Bildung für nachhaltige Entwicklung auch zunehmend Eingang in den ganz normalen Schulalltag. Wir haben die Lehrpläne in den letzten Jahren modifiziert und angepasst auf die entsprechenden Inhalte. Wir haben Fortbildungen ausgeweitet, Materialien stehen bereit, Unterrichtsbeispiele stehen bereit, vieles wurde entwickelt und wir werden auf vieles wieder Zugriff nehmen müssen, wenn sich der Schulalltag wieder normalisiert. Was ich Ihnen an der Stelle einfach sagen möchte, wir brauchen Sie und wir brauchen Ihre Angebote heute, jetzt, aber auch in Zukunft. Und ich möchte deshalb ausdrücklich darauf verweisen, dass das
Qualitätsportal Schulische Qualitätsentwicklung, das das Kultusministerium pflegt, ganz ausdrücklich auch auf das sächsische BNE-Portal verweist, unter der bekannten Adresse www.bne-sachsen.de. Ich kann Sie alle nur ermutigen, bitte nutzen Sie dieses Portal, um auch dort Ihre Angebote heute und künftig einzustellen. Nutzen Sie es, um den Kontakt mit den Schulleitungen, mit den Lehrkräften, mit den Schulen aufzunehmen und die Netzwerke zu pflegen. Da ist eine gute Möglichkeit vorhanden. Der heutige BNE-Fachtag ist der erste Fachtag nach dem Haushaltsjahr 2019-2020. Dieser Doppelhaushalt hatte natürlich eine fiskalische Bedeutung, aber darüber hinaus hatte er insbesondere für Bildung für nachhaltige Entwicklung eine inhaltliche Bedeutung, weil in diesem Doppelhaushalt zum ersten Mal sich Bildung für nachhaltige Entwicklung auch mit seinen unterschiedlichen Bestandteilen manifestiert hat. Ich kann Ihnen heute berichten, dass wir trotz der Einschränkungen der Pandemie einen überwiegenden Teil der geplanten Maßnahmen mittlerweile realisieren konnten. Das verdanken wir auch Ihrer Unterstützung, Ihrer Hilfe und Ihrer Bereitschaft, immer wieder Ihre Planungen an die Entwicklung der Umstände auch anzupassen. Dafür ganz, ganz herzlichen Dank. Trotz der Pandemie sind viele Innovationen vorangekommen. Meine Kollegen haben mir viele Beispiele aufgeschrieben, an die ich an dieser Stelle verweisen könnte. Ich möchte es aber bewusst nicht machen, weil ich Wert lege darauf, dass wir an vielen Stellen vorangekommen sind. Da spielen die einzelnen Beispiele nicht die wesentliche Rolle. Wichtig ist, dass wir insgesamt mit dem Thema am Ball geblieben sind und dass wir die Netzwerke gepflegt haben, die Beziehungen auch zu den Schulen gepflegt haben, auch wenn das an den ein oder anderen Stellen nicht so ganz einfach war. Nicht zuletzt zeigen auch die Programme der Staatsregierung, dass das Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung ein zukunftsfähiges Thema ist. Im Koalitionsvertrag sind viele Elemente enthalten, an deren Umsetzung wir arbeiten, und auch der Kabinettsbeschluss zur Ausweitung des Netzwerkes der Klimaschulen ist hierfür maßgeblich. Das alles zeigt natürlich, dass zum großen Teil Bildung für nachhaltige Entwicklung in erster Linie die Schulen betrifft, aber die Perspektive geht weit darüber hinaus. Sie alle kennen das, von der vorschulischen Bildung im Bereich der Kitas bis hin zum lebenslangen Lernen gibt es viele Ansätze, viele Begegnungsfelder, auf denen wir zusammenarbeiten können. Das Interesse an BNE ist in den letzten Jahren gewachsen, es wächst weiterhin. Daran wirken viele mit, Sie alle und wir für die Staatsregierung. Und auch die Unterstützung seitens der Staatsregierung für dieses zunehmende Interesse wird zunehmen. Sie alle wissen, dass wir kurz vor der Verabschiedung des nächsten Doppelhaushaltes stehen. Der Haushalt 2021-2022 steht kurz vor der parlamentarischen Endbefassung. Selbstverständlich müssen wir die Entscheidung des Haushaltsgesetzgebers abwarten. Aber ich kann Ihnen jetzt schon versichern, wir haben gute Aussichten, dass wir über die entsprechenden Mittel auch in den Jahren 2021 und 2022 verfügen werden, um unsere Vorhaben voranzubringen. Insbesondere die Möglichkeit für Klein- und Kleinstprojekte wird auch im neuen Doppelhaushalt wieder gegeben sein. Wir rechnen also fest damit, dass Sie uns auch weiter bei diesen Aufgaben unterstützen. Laden Sie dazu ein, auch zur Weiterentwicklung der sächsischen BNE-Landesstrategie. Erinnern wir uns an der Stelle nochmals an Goethes Worte, die ich anfangs zitiert habe. Willst du dich am Ganzen erquicken, so musst du das Ganze im Kleinsten erblicken. Meine Damen, meine Herren, die großen globalen Nachhaltigkeitsziele können auch wir nur in kleinen Schritten jeden Tag, jede Woche an verschiedenen Orten erreichen. Schärfen wir also immer wieder unsere Sinne für die Möglichkeiten, die sich vor Ort bieten, für die Partnerschaften, die wir haben, für die Netzwerke, die wir haben. Und dazu bietet dieser zweite Fachtag eine ganz herausragende Möglichkeit. Ich lade Sie nochmals dazu ein, nutzen Sie diesen Tag auch in der digitalen Form, um Impulse aufzunehmen, Impulse einzubringen. Nutzen Sie es, um Kontakte zu pflegen oder neue Kontakte aufzubauen. Und für die Umsetzung wünsche ich uns allen, und damit komme ich zum Schluss, viel Erfolg.